Hi und willkommen zu einer weiteren Runde von Alien Rage. Oh. Schnell laufen, laufen. Oh, ernsthaft. Ich brauche ein Sturmgewehr. Oh, ich hasse es, wenn ich so am Tryharden bin. Und vor allem hasse ich dich. Komm doch. Oh Gott. Das war doch nur so gemeint. Alter. Und wie soll man den bitte schön mit 3 Granaten töten? Ja, jetzt tauchen auch noch Vorus auf. Junge, Junge. Ja. Ich brauche andere Gewehre. Oh Gott, laufen, einfach nur laufen. Laufen, einfach nur laufen. Gott. Ich hasse das Ding. Wie soll man da bitte schön gescheit gewinnen? Okay, immer schön laufen. Oh, ich brauche Granaten. Oder Raketen. Irgendwas, was mir diesen Kackkampf erleichtert. Ja. Ja, ich hatte Granaten. Ja. Nicht euer Ernst.
Wo sind die Gewehre, wenn man sie mal braucht? Jetzt wechsel doch endlich die verdammten Gewehre, du Hund. Oh, ich hasse diese Bossviecher. Und warum überhitzt dieses Kackgewehr mal so schnell? Und wo sind meine Granaten? Ich werde ihn töten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Warum kann man ihn nicht die Waffen aus den Händen ballern? Pistole, das ist nicht dein Ernst. Mit so einer alten Wasserpistole wirst du ihn nie töten. Hoffentlich gibt es hier nicht sowas wie eine Rage-Phase. Und ich hoffe, dass es euch nicht stört, dass ich nichts sage. Aber ich muss dieses hässliche Kackvieh besiegen. Und laufen. Immer schön laufen. Oh, und ich habe natürlich keine Granate dabei. Immer schön auf die Angriffsmuster achten. Okay. Wenn das so weitergeht, werde ich sowieso nicht schaffen. Wisst ihr, was erschreckend ist? Das. Lauf doch, du Idiot! Wow, wir müssen einen Mech mit einer Pistole töten. Oh, ich hasse dieses Spiel. So, ich hoffe mal jetzt... Jetzt können wir ihn endlich vernichten. Laufen, laufen. Immer wieder laufen. Oh. Ernsthaft. Oh. Gott im Himmel. Dieses Ding ist aus der Hölle. Aus der Hölle der schlechten Videospielfiguren. Es ist schrecklich. Oh Gott im Himmel, jetzt lauf doch, du blöder Affe. Erst hat man Level lang...
Erst hat man Level lang keine Bossviecher gesehen. Auf jeden Fall beten wir jetzt. Alter. Seine ewig gleichen Angriffsmuster werden langsam öde. Das kann nicht euer Ernst sein, dass ich im letzten Fünzelchen seiner Energie sterbe. Na endlich! Oh, das war das Grauen. Das Grauen. All that chest beating in such a glass chin. So, damit haben wir uns jetzt die ganze Zeit drum geärgert. Und keine Ahnung, wo die ganzen Arbeiter waren. Bestimmt mal wieder mitten zwischen den aggressiven Kameraden. Bereit, erschossen zu werden. Die Arbeiter stehen drauf, im Weg rumzustehen. Lieblingswaffe, Minigun. Das ist ein Witz, oder? Hatte man eine andere Wahl? Nein. Hoffentlich gibt es jetzt endlich wieder ein normales Level. Bitte. Hallo, jetzt... Oh. Na endlich, ich dachte schon, der sammelt die Waffe hier gar nicht mehr auf. Kommt schon, Wurst, tötet mich. Ich stehe drauf zu leiden. Wahrscheinlich werden hier wieder irgendwelche von den Unsichtbaren laufen. Die sind mir sogar noch lieber als die Soldaten. Zumindest sind die... Greifen die nicht... Danke, Captain Obvious. Sofort an. Sowas zum Beispiel. Ein Schuss sie, ein Schuss ich. Sie sind tot. Gut. Und wenn ich immer dieses Zischgeräusch höre, dann wird es mir klar. Da kommen noch mehr von der Sorte. Was denn? Die Vorus wollen zur Erde. Einfach mal Hi sagen. Auch gut. Rusty piece of shit. Just do a manual override from the console. Save your explosives. Verrostete Stück Schrott. Ei, ich sieht ja gar nicht lecker aus. Da. Hä? Ui, die sehen aus wie Kameraden von mir. Sehen die alle so aus? Oder sind das Klone? Ui, gegen unsichtbare Typen. Wenn die dieselbe Voraussetzung haben wie ich, warum sterben sie denn so schnell? Fragen über Fragen. Weil ich der unbesiegbare Ein-Mann-Armee bin. Right now. This guy wants?
is to hide himself under a cardboard box and walk around the base. And we can stay hickus, man. True story. Keep looking. Docking stabilizers on main goal for now. Gut, wir haben es also anscheinend. Oh, das kann nicht euer Ernst sein. Schon wieder dieser Minigun-Bimbo. Entschuldigung, nichts gegen alle, die sich beleidigt fühlen. Aber ernsthaft, es wird einfach nur noch frustrierend. Und übrigens, das war gerade eine Anspielung auf Metal Gear Solid Snake. Für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ich auch nicht. Dieses Spiel wird zum Schluss einfach nur noch frustrierend. Und ich hasse jeden Moment davon. Aber was tut man nicht alles? Man quält sich durch ein Spiel, um zu sagen, ich habe es geschafft. Ich werde es nie wieder spielen. Ich hasse jeden Moment davon. Gut. Na dann. Das heißt wieder, es wird wieder eine Armee von Vorus kommen. Borussia München-Gladbach. Oder auch nicht. Und nun? Im nächsten Speicherpunkt werde ich es dann gleich. Obwohl, ne, ein paar Minuten gönne ich mir noch. Hm? Hä? Ich glaube... Hm? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Erstaunlich. Manchmal habe ich einfach nur Glück. Und bei solcher Ballerei vergeht dann natürlich auch noch das Bonus-Item suchen. Und glaubt mir, wenn ich erstmal durch bin, werde ich keine Bonus-Items suchen. Das ist mir im Grunde genommen Würstchen. Apropos Bonus. Projektierschadensbonus. Energiewaffen. Mich würde ja Folgendes interessieren. Was sind Projektile? Alle Menschenwaffen? Wenn ja, dann brauche ich das hier. Okay. Halt. Moment. Ich nutze ja momentan die Minigun, deshalb Projektier. Und hoffe, dass es stimmt. Und tut mir leid, auf die Arbeiter habe ich gerade keine Rücksicht genommen, weil sie mir einfach im Weg waren. Ja, ich gehe zu, manchmal bin ich ein rücksichtsloser Fiesling. Aber die sind auch nicht gerade zimperlich. Und warum ruckelt das gerade so? Irgendwas klingt hier nicht gut. Hi, Arbeiter. Och, der marschiert hier so unschuldig. Hi. Darf ich dir wehtun? Ich bin eigentlich ein Netter. Du da, aus dem Weg. Das war wohl nicht. Oh.
Bist du tot? Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass du stirbst. Gut, fertig. Nein. So, ich hoffe mal, dass das jetzt der ideale Bonus ist, nämlich der Energiebonus, weil das eine Voruswaffe ist, die ja mit Energiegeschossen schießen. Und das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Und... Fein. Nach dieser Actionsequenz im nächsten Speicherpunkt beenden wir es dann erstmal. Das kann ich auch. Komm, zeig dich. Wo ist dieser Granatenfeigling? Das frage ich mich wirklich. Wo ist der Granatenfeigling? Ist doch gerade so eine Made lang gerannt. Auf jeden Fall rennt da was. Also, da rollt die rüber. Oh. Und weiter. Gute Idee. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Wie viele kommen denn da noch? Irgendwo waren hier doch noch welche von diesen Granatwerfern. Na also, ich weiß zwar nicht genau, wozu der Raketenwerfer sonst da sein sollte, aber warum habe ich da meine Betsy gegen eingetauscht? Ja, bin ich denn wahnsinnig? Ja, bin ich. Nee, ich werde meine Betsy wiederholen. So, also wo muss ich hin? Da unten. Auf jeden Fall. Ja, danke, liebes Gewehr. Aber jetzt nehmen wir halt was anderes. Ach so, das sind nur ein paar Arbeiter. Oder? Komm. Und weiter. Komm. Wozu hat man einen Raketenwerfer, wenn man ihn nicht gescheit nutzen kann? Ja, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Leute. Ui, guck mal. Geht doch. So, das ist mir jetzt egal, ob hier Arbeiter draufgehen oder nicht. Gut. Wie dem auch sei. Ist hier jetzt ein Speicherpunkt? Oh nein, nicht schon wieder. Okay, hier ist ein Kontrollpunkt und deshalb beende ich jetzt mal schnell, bevor der nächste Bossgegner ankommt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Bei letzterem aktiviert doch die Glocke. Bis dahin und tschüss.